Herzlich willkommen zu diesem Facebook Live, wie immer Montagabend um 18 Uhr. Und heute habe ich das Thema gewählt, stimmige Entscheidungen treffen, aber wie? Das begegnet mir immer wieder. Also ich habe immer wieder Klientinnen und Klienten in der Praxis, die mit diesem Thema kommen. Und dabei geht es sowohl um kleine Entscheidungen, also soll ich jetzt dieses oder jenes tun, als auch um große Lebensentscheidungen. Zum Beispiel, was will ich noch machen? Will ich noch mal eine Ausbildung machen? Will ich eine große Reise machen oder ganz anders hinziehen? Ja, also es gibt immer wieder Dinge zu entscheiden. Und je nachdem, welche Tragweite die haben, umso schwieriger wird uns das. Also, was ist das Problem bei den Entscheidungen? Also, je nachdem, wie wichtig es ist, wenn es eine kleine Entscheidung ist, dann kann das sein, dass du sagst, ja, nur, also, wenn das schief geht, das ist nicht so schlimm, damit kann ich leben. Aber wenn es große Entscheidungen sind, dann hat es natürlich eine ganz andere Dimension. Und ich merke das auch gerade jetzt im Zusammenhang auch mit dem Lebensalter, gell? Je älter man wird, umso weniger Abzweigungen gibt es natürlich im Leben. Also ich kann heute nie mehr mich entscheiden und noch irgendwie olympische Karriere anstreben oder so, sondern es engt sich ein. Und wenn dann etwas noch eine bestimmte Zeit natürlich auch braucht, dann ist ganz klar, also ich habe gewisse begrenzte Mittel, Zeit und Geld, ich habe meine Ressourcen, die ich einsetzen kann und die will ich natürlich möglichst gut einsetzen. Was passiert, wenn wir in so einer Entscheidungssituation sind, wo wir uns dann so hin und her gerissen fühlen? Und ich nenne das mitunter so die Blackbox, gell? Also es ist irgendwas da drin. Und keiner weiß so recht, was es ist. Also du hast vielleicht so Gedanken, wo du sagst, ja, aber eigentlich wäre das irgendwie total lässig, das zu machen. Und im nächsten Moment denkst du, ah nein, dann müsste ich ja das und das aufgeben. Oder du findest total spannend, gleichzeitig hast du Angst davor. Also das sind dann oftmals auch so widerstrebende oder widerstreitende Gefühle und Gedanken. Und am Ende ist es wie ein Overload und es gibt einen Kurzschluss im Hirn und es geht gar nichts mehr. Jetzt kann man natürlich unterschiedlich damit umgehen, gell? Du kannst schon sagen, ja gut, dann warte ich mal, was passiert. Oder du kannst sagen, ja nein, also ich will jetzt da schon zu irgendeinem Ergebnis kommen. Also ich kann jetzt auch nicht ewig da das einfach ignorieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, ob du noch mal was Neues in deinem Leben anfangen möchtest, dann, wie gesagt, hat es eine große Tragweite. Und das Wichtigste, was du brauchst, ist Klarheit. Also in jeder Entscheidung brauchst du Klarheit. Und wenn du Klarheiten hast darüber, über die einzelnen Segmente, die eine Rolle spielen, wenn du Klarheit hast darüber, was überhaupt die Situation ist, was ist alles zu beachten, wie geht es dir damit? Denn das alles so für dich erfahrbar und sichtbar wird, dann wird es auch leichter. Und jetzt gibt es Menschen, die machen dann Listen, Pro und Contra, andere, die spielen das durch, gefühlsmäßig und überlegen sich, ja, wenn ich das mache, wie fühlt sich das an? Wenn ich das mache, wie fühlt sich das an? Ich habe so eine Umfrage gemacht, woran man erkennt, wann man eine stimmige Entscheidung getroffen hat. Und lustigerweise kam 100% zurück, das ist ein gutes Bauchgefühl. Das fand ich extrem spannend, weil ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe das jetzt noch nie so wahrgenommen, ob ich schon mal ein gutes Bauchgefühl hatte und am Ende ging es dann trotzdem daneben. Aber ich kann mir das vorstellen, dass das passiert. Und das ist ja natürlich dann dümmer. Und deswegen finde ich, ist es eben so wichtig, dass du auf allen Ebenen das stimmig hast. Und im Medizinrat, da haben wir ja die sogenannten vier Schilde. Das sind die vier Haupthimmelsrichtungen. Also wenn du das jetzt anguckst, die Achsen, ja, das wären quasi, die gehen zu jeweils einer Haupthimmelsrichtung. Und jede dieser Haupthimmelsrichtungen steht für eine bestimmte Qualität. Und so haben wir zum Beispiel im Süden,
die Emotionen. Wir haben im Westen das Hinterfragen. Wir haben im Norden Verstand und Handeln. Und wir haben im Osten die Vision. Ich mache das jetzt mal an einem Beispiel mit so einer Entscheidung. Also, als ich nach Peru gehen wollte, das allererste Mal, das war 2018, wo ich das erste Mal alleine gehen wollte, gell? Dann habe ich mir überlegt, okay, ja, das ist super, das mache ich, das gefällt mir. Und dann habe ich aber gehört, ja, also das ist nicht klar, dass dann der Schamane auch wirklich Zeit hat, zu dem ich da fahren wollte und mit dem ich da lernen wollte. Und da kann ich nicht drauf verlassen. Und es kann sein, dass der dann ganz kurzfristig abspringt. Und dann mein Osten hat gesagt, ja, das wäre super. Also ich möchte es wirklich machen. Ich möchte da was aufbauen. Ich möchte was lernen. Ich möchte also nach Peru gehen, mit dem Schamanen lernen. So, mein Süden hat gesagt, oh mein Gott, wenn ich dann dort bin und dann bin ich dort 3 Wochen und dann klappt es nicht und dann bin ich ganz alleine in dem kalten Cusco, was mache ich dann? Und mein Westen hat gesagt, naja, also kann passieren. Ich wünsche mir einfach, dass du auf das und das achtest. Also der Westen hat dann, wie gesagt, das sind die wichtigen Punkte. Also du musst was haben, wo du eine Alternative hast. Du musst was haben, wie du dann mit dem umgehst, selbst wenn Worst Case passiert. Und der Norden, das ist unser Verstandesschild, gell? Er hat dann wie die Aufgabe, das alles zu koordinieren. Und der Norden hat dann gefunden, ja gut, okay, also wir wollen das eigentlich gerne machen. Es ist einerseits das Gefühl dabei im Süden, gell, wo sagt, oh ja, wie spannend. Aber andererseits eben auch das Hilfe, was passiert, wenn. Und der Westen, der wie so ein Sicherheitssystem eingebracht hat und der wie gesagt hat, ja gut, also wenn das und das geregelt ist, dann ist es okay. Das wiederum hat den Süden beruhigt und dann hat der Norden halt das organisiert und hat gesagt, okay, also dann müssen wir das und das beachten und so machen wir das. Und letzten Endes habe ich den Mut gefasst und bin dann also alleine dahin gereist und es hat alles super geklappt. Ich hatte ein Backup, also ich hätte auch durchaus da jemand anderes noch ansprechen können oder einfach rumreisen können oder einen Sprachkurs machen können oder auf der Terrasse bei meiner Freundin sitzen und einfach arbeiten können und da meine Kurse durchführen, also was wie immer. Ich hatte verschiedene Alternativen, die ich aber gar nicht gebraucht habe, weil am Ende war es eben so klar für mich und ich konnte dann mich drauf einlassen. Und jetzt kommt eben noch eine andere Ebene ins Spiel. Und das ist dann die gestaltende Ebene. Und dort geht es natürlich dann auch in Verbindung sozusagen mit dem, was möglich ist. Also mit der Vision, mit der schamanischen oberen Welt. Also dort kommst du in Kontakt mit deiner Schöpferkraft. Und wenn du dir selber klar bist darüber, was du wirklich willst, dann ist es eben auch möglich, dass du dich verbindest mit dem, mit dieser Schöpferkraft. Und dann auch dieses Bild sozusagen dir so ausmalst, ja. Also die schamanische obere Welt, ich kann dir vorstellen, also wie die Verbindung zu deinem höheren Bewusstsein. Und dort ist das ganze Potenzial, alles, was möglich ist, das findest du dort. Und wenn du dort anfängst, dann eben dieses Bild dir auszumalen, und zwar mit allen deinen Sinnen, also du spürst es, du fühlst es mit, ja, du riechst es, du bist quasi in der Szene drin, du nimmst wahr, wer ist da dabei, was passiert da, was mache ich da, wie fühlt sich das an? Und so kannst du, je mehr du da Energie reingibst und je klarer dir das in deiner Vorstellung wird, kannst du quasi diese Energie verdichten und dann dieses Bild so nähren, dass die Energie immer dichter wird. Und das ist der schöpferische Akt. Ja, das ist das, was wir sagen, eben, das ist schamanisches Träumen, also etwas in die Wirklichkeit träumen. Aber auch dafür brauchst du Klarheit. Und solange du die ganze Zeit halt rumeierst und dir überlegst, ja, eigentlich gefällt mir jetzt das mit dem Job nie mehr, aber ich weiß nicht so recht irgendwie. Und dort bin ich ja in Sicherheit, habe ich eine sichere Basis. Wenn ich jetzt das aufgebe, wer weiß, was dann passiert und ob ich dann wieder was finde und ob sich das alles so verwirklicht, ja. Und so können die Jahre ins Land gehen und gar nichts passiert. Und wenn du dort auch mutig bist und dir klar wirst darüber, was willst denn du selber überhaupt, oder? Dann kannst du eben
aus dieser Klarheit heraus kannst du auch etwas kreieren. Und dann braucht es wieder alle vier Schilde im Medizinrat. Ich zeig nochmal diese Darstellung, die kennst du, gell? Der Norden, der Osten, der Süden und der Westen sind also die vier Schilde. Und diese vier Schilde, die haben alle eine bestimmte symbolische Bedeutung. Und so wie ich es vorher schon kurz genannt habe, also wenn du dir dann klar bist, der Norden weiß, worum es geht, dann kann der Norden handeln. Der Osten bringt die Vision dazu. Also der Osten wäre jetzt dafür da, sozusagen, der bringt dir die Qualität, die Energie, dass du eben dieses Träumen haben kannst, dass du dich verbinden kannst mit dem, was möglich wäre und das ins Leben träumen kannst. Der Süden gibt dir die Energie, so wie der Treibstoff fürs Auto. Also dort sind die Emotionen. Dort ist es, oh ja! Und manchmal ist es eben vielleicht auch das ängstliche Kind, wo ein bisschen sagt, Hilfe! Und dort braucht es dann den Westen, der sagt, naja, alles gut und schön, aber das und das müsste man beachten. Und dann kann der Norden das wieder aufnehmen. Also du siehst, die spielen immer miteinander. Und das ist das, was dann eben auch eine Entscheidung rund macht. Und wenn du aus der Klarheit heraus entscheidest, dann ist es eine Entscheidung, die fühlt sich auch auf allen Ebenen gut an. Also die fühlt sich im Bauch gut an. Also das ist so das Emotionale, ja, im Südschild. Es fühlt sich aber auch gut an, so in Bezug auf vielleicht Bedenken oder Zweifel, ja, weil der Westen halt auch irgendwie seins hat einbringen können und berücksichtigt wird. Es ist klar im Kopf. Und es stimmt überein mit dem, was du dir erträumst. Und das wäre das Ziel, denn so eine Entscheidung, die hat dann auch Bestand. Da ist das nie zu befürchten, dass du in der Woche denkst, oh nein, was habe ich bloß gemacht? Sondern sowas, das kann auch dann wirklich tragfähig sein. Und so können auch große Lebensentscheidungen getroffen werden, ohne dass du im Nachhinein halt irgendwie dich wieder ausbremst oder ja, vor Angst und Schrecken irgendwo das Ganze stoppst. Mich interessiert natürlich, wie geht es dir selber mit dem Entscheidungen treffen? Was findest du schwierig? Was findest du einfach? Wie gehst du daran? Was ist deine Strategie? Und wenn dich das interessiert, dann findest du bei mir auf der Website auch weiteres Material dazu, wie du mit dem Medizinrat Entscheidungen treffen kannst. Also schau mal auf der Website nach und ansonsten gibt es ja auch das Schnupperwebinar mit dem Medizinrat am 1. März. Stell mir deine Fragen, teile deine Erfahrungen und ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir noch ganz einen schönen Abend. Tschüss.